Entscheidende ist jetzt, dass die Unternehmen vor allen Dingen schnelle Liquiditätshilfen erhalten, damit sie trotz sinkender oder gar ausbleibender Einnahmen flüssig bleiben. Hier haben wir mit dem Kurzarbeitergeld, gerade aus Nordrhein-Westfalen, auch entwickelt, sehr viel schon erreichen können. Aber wir brauchen natürlich zusätzliche Mittel, weil Umsätze in vielen Bereichen gänzlich oder zu einem erheblichen Teil wegbrechen. In normalen Zeiten, wenn Unternehmen in Schwierigkeiten kommen, gilt hier eine Haftungsfreistellung von 50%. Der Bund ist jetzt mit seinen Angeboten zu einer Haftungsfreistellung von 80% gegangen. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir gehen für beide Programme der Bürgschaftsbank und auch des Landesbürgschaftsprogramms zu einer Haftungsfreistellung von 90%. Um das auch hinreichend zugänglich zu machen, werden wir in Nordrhein-Westfalen den Haushaltsansatz für Großbürgschaften des Landes von 900 Millionen Euro auf 5 Milliarden mehr als verfünffachen. Gleichzeitig werden die Verbürgungsquote, wie ich sagte, von normalerweise 50 auf 90% der Kreditsumme erhöht. Die dazu nötige Genehmigung der EU-Kommission soll nach unserer Kenntnis unmittelbar bevorstehen. Mit diesem Schritt geht Nordrhein-Westfalen bundesweit voran. Kein anderes Bundesland, auch Bayern nicht, erleichtert die Kreditvergabe für Unternehmen durch so hohe Bürgschaften. Diese Maßnahmen gelten zunächst bis September 2020, weil das Temporary Framework, wie es so schön heißt, der EU eben bislang bis September zunächst reicht. Darüber hinaus, und das ist ganz wichtig, verkürzen wir für die größeren Bürgschaften den normalerweise 3 Wochen dauernden Bearbeitungsprozess auf 1 Woche. Bei den Bürgschaften, die einen Rahmen bis zu 2,5 Millionen Euro haben über die Bürgschaftsbank, werden wir unsere Bürgschaft, den Bürgschaftsrahmen von 100 Millionen Euro nach Vorschlag von Herrn Finanzminister Liebenkamp auf 1 Milliarde Euro verzehnfachen und die Bürgschaftsobergrenze für jedes Unternehmen von bislang 1,25 Millionen auf 2,5 Millionen verdoppeln. Auch hier erhöhen wir die Rückbürgschaftsquote auf maximal 90% und entlasten so die Bürgschaftsbank und geben ihr den Spielraum, damit mehr und mehr Unternehmen ihr Angebot nutzen können. Damit die kleinen und mittleren Unternehmen schnell an Betriebsmittel kommen, haben wir für diese kleineren Bürgschaften das Verfahren noch massiver beschleunigt. Bürgschaften bis 250.000 Euro werden nun innerhalb von 3 Tagen bewilligt, sogenannte Expressbürgschaften. Dieses Instrument legen wir insbesondere den kleinen Unternehmen ans Herz. Mithilfe schneller Bürgschaften können sie Betriebsmittelkredite ihrer Hausbank bekommen und Liquiditätsengpässe vermeiden. Damit das jetzt auch schnell umgesetzt wird, und hier ist wirklich Hilfe akut notwendig, weil gerade Ende des Monats Gehälter auch gezahlt werden müssen, hier sind die Banken einerseits in der Pflicht, aber wir können, wie Herr Liebenkamper schon erwähnt hat, das Bankengespräch gezeigt, das hat heute der Wirtschaftsgipfel mit dem Ministerpräsidenten gezeigt, hier haben die Banken zugesagt, dass sie dieses deutlich verbesserte Angebot des Landes auch aufgreifen wollen, dass sie dafür sorgen wollen, die Unternehmen in dieser schwierigen Zeit auch mit der notwendigen Liquidität zu versorgen.